Hier ist der Stein auf ihn gestürzt. Man sieht noch die Flecken. Das muss der Stein sein, der ihn getroffen hat. Ich nehme ein Stück mit. Vielleicht weiß jemand mehr. Hast du nicht drauf? Ja. Thank you.
Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Divisch. Mach's gut. Oh, Jesus. Ich könnte etwas schlafen. Ja, Bursche, du hast auf eine kleine Wette fürs Rataya-Turnier?
Du bist wahrlich eine Augenweide. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Danke. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Es ist etwas spät. Komm doch morgen wieder. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Wie hübsch du bist, Liebster. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja?
Sieh dich nur mal an. Wie wäre es jetzt gleich? In der Stadt? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Gehst du oft in die Schenke? Manchmal. Wenn mir nach gutem Essen ist. Du würdest nicht essen wollen, was ich koche. Wohl wahr. Ich werde nie deine Wette vergessen, damals in Scarlett's. Erwähne bloß nicht die Haferkekse. Fritz Magen hat sich bis heute nicht davon erholt. Und triffst du in der Schenke viele Mädchen? Natürlich. In den Schenken und Bädern tummeln sich die Schönsten. Du Rüpel. Musst dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ich ziehe andere vor. Volle Lippen, grüne Augen. Komm schon. Also, da wären wir. Wollen wir etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Bedienung? Ah, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Tja, schmeckt es dir? Es ist lecker. Dieses Bier. Es gibt kein besseres in der Provinz. Weißt du was? Hey, was machst du denn da? Oh, nein. Doch, bitte nicht. Nein. Komm schon, trau dich. Nein, ich hab noch Hand nie... Hand auf meine Hüfte. Ich weiß noch nicht mal wie. Und los geht's. Aber ernsthaft, ich kann das doch gar nicht. Sieh sich einer die zwei an. Du schlägst dich wacker. Na gut. Das ist... Na gut. Gar nicht so schwer. Du machst mich fertig. Und du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanz doch lieber mit einem richtigen Mann. Wie wär's, wenn du abhaust und jemand anderen belästigst? Ach, komm schon. Ein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so einen lahmen Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt keine Titten. Na, das gefällt mir. Eine Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Oh. Das wirst du mir büßen. Mein Held. Tut das sehr weh? Mach dir lieber Sorgen um den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammerst du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hat er nicht mehr sein großes Maul. Hey, das kitzelt. Weichei. Könnten Happen vertragen. So, du wirst schon wieder. Aber gönn deiner Hand etwas Ruhe. Trag vorerst keine schweren Sachen. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause.
Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Das muss ich dir lassen. Abende mit dir sind vielleicht schmerzhaft, aber nie langweilig. Ich gebe mir Mühe. Du solltest reingehen, bevor Peschek sich noch Sorgen macht. Oh. Grüß dich. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Sind Sie von hier? Aus Scarlets. Dann nein. Ich nehme nur Leute, die ich kenne. Gott sei mit dir. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlets und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenn dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Wie ist das Leben in Rathai? Wir haben dicke Mauern und zwei Festen. Nicht viele Städte haben das. Und wir haben hier alles, was wir brauchen. Apotheker, Waffenschmied, Schwertschmied. Und wir haben eine prunkvolle Kirche und nette Wirtshäuser. Wie kommen die Rathaier mit den Flüchtlingen aus? Tja, sie haben's schwer, keine Frage. Aber hier ist nicht genug Platz für alle. Wie lang hausen sie noch in unseren Gassen? Da kommt nichts Gutes bei raus.
Was, wenn einer von ihnen die Pest eingeschleppt hat? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen pfählen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Kämpfen wir! Hab ich nicht gesagt, komm erst wieder, wenn du Stefan und Löckchen verbläut hast? Gott behüt dich. Nein. Geh weg. Lass mich schlafen. Nein. Tag. Mach's gut. Ach, Mann, hab ich Hunger.
Was zum... Beste Grüße. Du bist Ach ja? Und warum willst du? Na, vergiss es. Gott behüte dich. Kämpfen wir? Hast du Münzen? Ich hab dir gesagt, ich kämpfe nicht bloß zum Spaß. Gott behüte dich. Beste Grüße. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Capon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Du meinst, ich soll in den Wäldern für dich jagen? Bist du verrückt? Das ist Wilderei. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Ratzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Alles Gute. Etwas frische Mehl. Gelobt sei Jesus Christus. Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein.
Aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Gott behüte dich. Herrgott! Ja. 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 Hab ich dir erzählt, dass meine Gattin klöppelt? Beste Grüße. Nee, wusste nicht, dass sie das kann. Hat erst vor kurzem angefangen. Kämpfen wir! Jeden Abend, wenn noch genug Licht ist... Die beiden hast du ordentlich verbläut. Und ich habe ein, zwei Groschen gewonnen. Ihr Skalitzer seid gut für meinen Geldbeutel. Immer geschickt. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonne aus Tabor. Ja! Na, wie geht's? Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Momentan habe ich für niemanden Arbeit. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Silber.
Ist das nicht etwas viel? Ist das genug? Was bist du nur für ein Knauser? Einverstanden. Hör gut zu. Möge Gott. Es heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unterrichten? Selbstverständlich. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Ich denke darüber nach. Kannst du mich im Taschendiebstahl ausbilden? Selbstverständlich. Ich denke darüber nach. Bis später. Thank you.
Ihr kommt und schaut her. Traut euch nur. So zartes Fleisch habt ihr noch nie gesehen. Ja. Zufrieden? Kehr dich fort! Ich will nicht mit dir reden! Was will er jetzt wieder? Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? Ich kaufe ihn dir ab. Du willst meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? So was. Hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Danke. Bin gleich damit zurück. Ja! Ja! Scher dich fort. Ich will nicht mit dir reden.
sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Ein Zahn. Er tut sicher höllisch weh. Woher weißt du davon? Als Mann der Medizin erkenne ich die Anzeichen eines kranken Zahns. Dein Gesicht ist aufgedunsen, du schwitzt. Und wie du atmest, alles ganz typisch. Du bist Arzt? Das sagte ich doch. Und wenn du meinen Rat willst, lass ihn ziehen. In der Stadt gibt es einen Schmied. Nein, nein, nein. Nie im Leben begebe ich mich in die Hände dieses Schlechters. Ich verstehe. Aber pass auf, ich kenne mich mit der Heilkunst aus. Ich könnte dich doch begleiten und dafür sorgen, dass alles gut geht. Ich glaub dir ja, aber lass es gut sein. Es wird schon wieder. Wenn du meinst. Wegen deines Zahns. Was ist dein Problem? Das ist doch sonnenklar. Der Zahn macht aus dir ein aufgedunsenes, hässliches Schwein. Aber das ist bei deinem dämlichen Gesichtsausdruck sowieso einerlei. Was? Du Bastard. Du wagst es? Außerdem stinkst du nach Pferdeäpfeln. Aber der Gestank, der dir aus dem Maul kommt, übertrifft das noch. Genug! Verdammt! Ja.
Ja! Fast umgebracht. Was denkst du, was
Ja. 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 Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor sie weg sind. Scher dich fort. Ich will nicht mit dir reden. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Wunderbar. Na, was hast du für mich aufgetrieben? Der Zahn des völlig unheiligen Klosterknechtes Prokop. Das mag jetzt stimmen, aber es kann sich noch ändern. Man weiß nie, was das Leben bringt. Ah, mag sein. Aber der war nicht leicht zu kriegen. Wenn hier jemand Wunder wirkt, dann ich. Vielleicht, aber ich hörte, er hat gelitten wie ein Märtyrer. Eine Katzenpfote, bitte sehr. Sehr schön. Hoffen wir, sie bringt uns ebenfalls Glück. Einen Zweig des gesegneten Richtfestbaums. Ausgezeichnet. Wie hast du ihn erlangt? Ich habe ihn heruntergeschossen. Nehmt euch in Acht vor diesen 1000 Sasser. Naja. Es gab keinen anderen Weg. Das wäre also erledigt. Zum nächsten Thema. Was ist mit einer Belohnung? Nicht so schnell, junger Mann. Es gibt da noch etwas. Es ist kompliziert und heikel. Was denn? Ein Tuch. Ein Tuch? Genauer gesagt, das Leichentuch eines kürzlich Verstorbenen. Ich soll die Kleidung eines Toten stehlen? Christus, nein! Ich brauche das Leichentuch, in das die Leiche vor dem Begräbnis eingewickelt wird. Und ist es wichtig, von wem es stammt? Es muss jemand sein, der ein rechtschaffenes Leben geführt hat. Ich kenne da jemanden. Einen Mann namens Lokota, der kürzlich verstarb. Also gut. Wo finde ich ihn? Seine Familie wartet auf das Begräbnis. Momentan ist er in einer kleinen Kirche in Sasau aufgebahrt. Und wer war dieser Lokota? Ich weiß nur wenig, aber wenn man den Einheimischen glaubt, war er ehrbar. Hör dich ruhig ein wenig um. Wieder. Thank you.
Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig. Oh Gott! Scheiße! Verdammt! Ein Mörder! Lasst ihn nicht entkommen! Keine Bewegung! Ergib dich! Ein Mörder! Lass mich nicht entkommen! Keine gute Idee!